Immer wenn man einkaufen geht, hat man die Wahl zwischen Originalprodukten oder nachgemachten Produkten. Merkt man einen Unterschied oder schmecken sie beide gleich? Es gibt immer mehr nachgemachte Produkte. Jetzt stellt sich die Frage, was besser bei den Konsumenten ankommt. Wir befragen Schüler und Lehrer, welche Süßigkeiten ihnen besser schmecken und lassen sie raten, welche Produkte das Original oder das Nachgemachte ist. Unsere Testprodukte sind Pringles, M&M's und Oreo. Zuerst testen sie die Chips. Wir haben ihnen bei allen Tests zuerst das Original und danach das nachgemachte Produkt gegeben. Also, ich fand das zweite besser und glaube, dass das zweite das Original ist. Ich fand das erste besser und ich glaube, dass das zweite das Original ist. Ja, bei dem Chips-Test hat mir das zweite deutlich besser gefallen. War würziger und ein bisschen knackiger, sodass ich glaube, dass das zweite das Markenprodukt war. Die drei Originalprodukte sind durchschnittlich ca. 40% teurer als die nachgemachten. Als nächstes testen sie die Schokobonbons. Also ich finde das erste leckerer, aber ich glaube das zweite ist das Original. Ich fand das zweite leckerer und ich finde das zweite war auch das Original. Bei diesem Mal wird die Entscheidung etwas schwieriger sein, weil sie geschmacklich sehr nah beieinander lagen, beide sehr lecker waren. Ich würde aber sagen, dass bei der zweiten etwas der Schokoladengeschmack qualitativ minderwertiger war, sodass ich darauf tippe, dass die erste Nuss, dass das die originale Nuss gewesen ist. Als letztes kommen die Schokokekse. Also ich denke, der erste Keks war das teure, das war Oreo Original. Der zweite Keks war halt billig. Ja. Eine billige Version. Die gleiche Meinung finde ich auch. Ja, der erste war definitiv original und das zweite war definitiv fake. Mir hat der zweite besser geschmeckt und ich denke auch, dass der zweite der fake ist. Ich denke, dass der erste der original ist und der zweite hat mir besser geschmeckt. Nach den vorherigen Tests haben wir eine allgemeine Verkostung durchgeführt, wobei die Personen die Produkte gesehen haben. Diese sollten uns ebenfalls sagen, was ihnen besser schmeckt. Unsere Tests haben ergeben, dass bei blinder Verkostung die Fake-Produkte gewannen und bei der allgemeinen Verkostung die Originalprodukte. Für uns spielt Fake oder Original keine Rolle, doch bei manchen bevorzugen wir das Original wegen des Geschmacks. Allgemein kann man mit gutem Gewissen sagen, dass man Fake-Produkte kaufen kann und nicht immer auf das Original zurückgreifen muss.